Ja, Mahlzeit und willkommen zu Noam Barbecue, Fleisch ist Love. Wir machen heute ein Barbecue Cordon Bleu. Wie das geht, nach dem Intro. Für das heutige Rezept braucht ihr folgende Zutaten. Ich habe hier ca. 1,5 Kilo Schweineschopf, also Nacken. Dann habe ich hier frisch geriebenen Cheddar-Käse, guten Bacon und Schinken. Ich habe hier einen Beinschinken. Wir brauchen eine rote Zwiebel, eine gute Barbecue-Soße eurer Wahl, ein bisschen Barbecue-Rub, hier ein paar Junkwoods zum Unsmoken, Küchengarn und ein Messer und ein Brett. Ich habe mich heute hier für meinen Kugelgrill entschieden, möchte auch wieder ein bisschen anrauchen, das schöne gute Fleisch, und mache jetzt mal meine Feuerwolle an und stelle meinen halb gefüllten Anzündkamin mit Briketts darauf. Der erste Schritt ist, dieses Fleisch so aufzuschneiden, dass wir eine große Fläche bekommen. Dazu setzt ihr ungefähr 1,5-2 cm hier unten an, schneidet das Ganze ein, aber bitte nicht durch, um dann schon mal ein Stück aufzuklappen. Seid schön vorsichtig dabei. Dann haben wir jetzt hier noch ein dickes Stück. Da schneiden wir auch wieder hier rein. Klappen das dann auch wieder auf, und je nachdem wie groß euer Stück ist, dann eben mehrmals aufschneiden, so dass ihr eine Fläche bekommt. Ihr seht, es ist auf jeden Fall noch gut dick, das ist mir zu dick, und deswegen nehme ich jetzt eine Frischhaltefolie wie beim Schnitzel. Und wir klopfen das gute Stück größer. Ihr seht, es hat eine Größe bekommen. Nun klappe ich es auf die Rückseite. Leider habe ich jetzt hier ein Loch, aber das macht erstmal gar nichts. Und würzen es von der anderen Seite mit eurem Barbecue-Rub. Könnt ruhig gern was drauf geben, ein gutes Stück. Und und das Ganze ein bisschen noch andrücken. Wenn ihr das geschafft habt, dreht ihr das ganze gute Stück wieder um. Und jetzt werden wir hier was von unserer Barbecue-Soße drauf geben. Nicht zu viel. Verteilen das Ganze ein bisschen in jede Ecke. Schön, dass ihr alles erwischt. Und auch hier werden wir jetzt dann noch was von unserem Rub drauf geben. Gut. Das mal zum ersten Schritt. Ich habe jetzt hier die rote Zwiebel schon von ihrer Haut befreit. Warum die rote diesmal? Sie hat einen sehr tollen Geschmack und soll nur ein bisschen durchkommen. Und hier brauchen wir schöne dünne Streifen, die sollen nicht zu dick sein, weil die kommen ja dann eben ins Cordon Bleu, was wir dann eben auch noch rollen werden. Natürlich könnt ihr diesen Schritt schon vor dem Fleisch marinieren und klopfen machen, und ungefähr so viel, das sollte dann auch reichen. Das lege ich jetzt dann mal hier zur Seite. Hol mir wieder mein Stück Fleisch, und nun werden wir das Ganze gleich gut befüllen. Jeder, der schon mal ein Cordon Bleu gemacht hat, weiß, es gehört auf jeden Fall mal ein guter Schinken da rein. Schön alles bedecken,
wenn etwas übersteht, könnt ihr es gerne hier zur Seite legen. Nehme ich noch eine Scheibe. Und als nächster Schritt, auch eine sehr wichtige Zutat, ist unser Käse. In dem Fall ein guter Cheddar-Käse. Gehört einfach zum Barbecue. Eine schöne Schicht. Ihr könnt aber auch gerne einen anderen Käse nehmen, auch in Scheiben, wie ihr gerne möchtet. Ich liebe einfach diese Kombination. Und zu guter Letzt unsere Zwiebeln hier mit drauf. Einfach ein bisschen verteilen. Wer Lust hat, kann auch gerne noch Peperoni mit reingeben. Dann sind wir beim Bauern-Cordon Bleu oder was anderes. Gibt es ja verschiedene Varianten. Ich glaube, ich bin hiermit ganz gut bedient. Wenn ihr noch Schinken übrig habt, so wie ich, könnt ihr das gerne noch hier dann oben drauf geben. Jetzt mache ich es da längs. Ich sehe, das wird schon wieder ein Riesenberg. Und jetzt könnt ihr ein bisschen hier den Schinken umklappen, damit dann später der Käse im Optimalfall natürlich nicht austritt, sondern im Fleisch drinnen bleibt. So eine kleine Tasche zu machen. Müsst ihr ein wenig andrücken. Es hält nicht immer gleich so einfach von allen Seiten. Und nun geht es zum Aufrollen. Das Aufrollen ist wichtig, dass wir es so eng und straff wie möglich machen. Ich habe ja jetzt hier schon ein gutes dickes Stück. Guter Zentimeter ist, glaube ich, sogar optimal. Ist mir auch nicht so ganz gelungen, aber das Endergebnis wird sicherlich genauso ein Genuss. Und ihr seht, ich habe ja dieses Loch, aber da habe ich jetzt auch noch keine Sorgen, weil es kommt ja noch was drumherum. Ja, schon mal richtig geil. Mein Anzündkamin ist nun durcherhitzt. Ich gebe hier die Kohlen indirekt in meine Körbe. In die Mitte eine Auffangschale, damit, falls dann Fett oder auch etwas Käse noch tropft, hier rein tropft eben. Unseren Grillrost. Deckel zu. Und nun einpendeln auf 160 bis 170 Grad. Ja, meine lieben Barbecue-Freunde, der Grill pendelt sich dann so langsam ein. Wir haben hier unser schönes, großes Stück Fleisch. Fleisch ist Love. Und nun haben wir noch unseren Bacon. Beim Bacon die Empfehlung, lieber rechtzeitig raus aus dem Kühlschrank, damit er ein bisschen wärmer wird, Temperatur bekommt. Ist jetzt hier schwierig, ich bin mitten im Herbst. Die Temperaturen sind dementsprechend nicht mehr so hoch, weil man kann ihn einfach besser umwickeln. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Ihr könnt dieses Netz machen. Das seid ihr auf Nummer sicher, dass ihr wirklich alles so richtig erwischt. Ihr legt es drumherum. Wir machen heute im Endeffekt, wir packen das Ganze noch mit Bacon ein. Und nachdem wir noch Garn verwenden, sollte das Ganze dann ohne Probleme auch zusammenhalten. Dann mal an den Bacon. Ich fange an, indem ich den Bacon hier an der Seite platziere. Zwei Scheiben in dem Fall, aber es kommt darauf an, wie groß euer Stück ist. Immer ein Stück übereinander. Auf der anderen Seite das gleiche. Natürlich das ganze Rezept und alles, was ihr dazu benötigt, wie immer unten in der Beschreibung und ab Anfang nächsten Jahres dann auf der Homepage. Jetzt nehme ich den restlichen Bacon, legen wir nebeneinander, auch hier leicht überlappen, bis ich die Größe erreicht habe von unserem guten Stück. Ich habe lieber immer eine Packung Bacon als Reserve mehr, kann man ja auch einfrieren oder man grillt ja des Öfteren hoffentlich, als dann eben zu wenig. Ja, jetzt muss ich das Ganze hier einmal drunter nehmen. So dass die Seite schon mal zu ist. Und jetzt nehme ich das gute Stück, platziere es hier und drücke den Bacon an. Also hierher gehen
und den Bacon schön andrücken. Von beiden Seiten. Dann nehme ich den restlichen und lege ihn hier schön drüber. Ja, so sieht das gute Stück jetzt erstmal aus. Ich gebe zu, es gab schon Tage, da ist das mit dem Bacon mir besser gelungen. Aber das Endergebnis wird sicherlich richtig leibend. Ich sag dir, wir brauchen noch Küchengarn. Und das ist jetzt in dem Fall ein sehr wichtiger Schritt. Kommt einfach nochmal zu mir. Ein bisschen mehr Küchengarn wie gewollt, aber das Baby ist kompakt, ist gut umwickelt und kommt jetzt gleich auf meinen Kugelgrill. Wenn euch dieses Video gefallen hat bisher, lasst doch einfach bitte ein Abo da, die Glocke drücken, seht ihr gleich hier unten. Würde mich sehr freuen. Wie wir alle, die das betreiben, stecken wir sehr viel Zeit und Liebe rein und freuen uns ein bisschen für Gegenliebe. Ja, zurück an meinen Kugelgrill. Ihr braucht auf jeden Fall da noch ein Thermometer. Ich klappe jetzt wieder hier meine Seiten auf. Wer ein paar Videos von mir schon kennt, weiß glaube ich gleich, was kommt. Jetzt kommt das gute Stück hier schön mittig, indirekt und auf beiden Seiten zwei Hände voll von meinen Chunkwoods, heute Whisky. Und so kriegen wir einen schönen Rauchgeschmack. Ich klappe das Ganze wieder zu. Deckel zu. Ihr seht, es smoked, es raucht schon so richtig. Und das Ganze bringen wir auf eine Kerntemperatur von 65 Grad. Ich schätze mal 1,5 Stunden. Dafür haben wir eben das Thermostat. Das stecke ich jetzt gleich noch tief in die Mitte vom Fleisch. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Wie gesagt, ungefähr 1,5 Stunden. Bis gleich. Endspurt ist angesagt. Wir haben 61 Grad auf dem Thermometer. Nun kommen wir dazu, gute Barbecue-Soße drüber zu geben. Nehmt das, auf was ihr Bock habt, was euch am besten schmeckt. Meine bessere Hälfte hat heute sich gewünscht, auf ihre Seite mal nichts drauf zu geben. Also nicht wundern, wenn ich nur die eine Seite gerade anpinsel. Jetzt kommt es mir erst. Da war ja schon Barbecue-Soße drin. Ja, sie sieht das Video vielleicht eh nicht. Und wenn doch, ja, bisschen, nur ein bisschen Barbecue-Soße. Also, ab zum Glasieren. Das schaut schon richtig urgut aus. Hier tritt ein bisschen Käse raus, aber nicht so schlimm. Wie gesagt, schön nochmal glasen hier. Es gibt dann nochmal den extra Kick, den extra Geschmack. Und gehört für mich einfach dazu. Ja, ich glaube, es ist fair, die Hälfte. Gut, und jetzt lassen wir das Ganze noch auf 65 Grad kommen. Und dann kommt das gute Stück raus und wir können endlich anrichten. Es ist soweit, da liegt das gute Stück, das Barbecue Cordon Bleu. Mein Tipp ist, noch 5 Minuten ruhen lassen. Ihr könnt aber gerne in der Zwischenzeit, was ich jetzt auch tun werde, den Garn wegschneiden, das Fleisch davon befreien, bevor wir es gleich anschneiden werden. Es ist soweit. Ich schneide es mal schön mit dich durch. Boah. Schaut euch das an. Wie saftig. Da kommt der Saft raus. Perfekt. Ab zum Probieren. Ja, dann schneide ich mal eine kleine Ecke weg von dem guten Stück. Ja, und dann Mahlzeit. Boah. Ist das saftig? Geil. Also dieser Geschmack, noch was von dem Bacon mitnehmen. So wie ich das liebe. Der Bacon ist gut angesmoked, man riecht diesen Rauch, man schmeckt diesen Rauchgeschmack richtig. Gewürze kommen durch. Noch ein Stück vom Käse mit Zwiebeln. Die perfekte Kombo. Also die roten Zwiebeln mit dem Käse, den Schinken dazu. Einfach nur ein Traum. Macht's nach, ihr werdet viele Leute damit glücklich machen.
Und wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video, wenn es heißt Noam Barbecue, Fleisch is Love.